Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Meo. Wir spielen heute wieder ein bisschen Alien Isolation. Wir haben gerade gesehen, wie uns das Schiff, auf dem wir waren, da gesucht hat. Und irgendjemand hat uns dann die Sicht versperrt. Scheinbar will da jemand, dass wir nicht mehr zurück auf unser Schiff kommen. Und den Kollegen suchen wir jetzt und dann verprügeln wir den, weil es ist schon ziemlich unverschämt. Wir sind eine Lady, ja. Wenn wir hier nicht mehr bleiben wollen, dann sollte man uns gefälligst gehen lassen. Und ansonsten habe ich meinen Bildschirm so dunkel eingestellt, dass ich hier absolut nichts sehe. Zum Beispiel, wenn ich hier in dieser Ecke nichts. Das ist einfach schwarz. Aber hat ja zum Teil auch seine Gründe, weil soll ja auch ein bisschen. Oh, Ethanol. Nice. Soll ja auch ein bisschen gruselig wirken, das Ganze hier. Wie gesagt, ich bin ja der König aller Horrorspiele. Mich trifft es gar nicht so arg, das Ganze. Aber naja, vielleicht ändert sich das Ganze ja. Vielleicht mache ich mir da auch noch ein bisschen in die Hosen. Schauen wir mal. Aber vorerst würde ich gerne mal wissen, wo wir zum Teufel hin müssen. Das kann es doch nicht sein. Okay, hier sieht schon mal gut aus. Hier bewegt sich auch irgendwas. Kann man da rein? Strom wiederherstellen. Ja, es ist gar nicht so einfach. Warum muss ich hier als Gast? Ja, ich komme hier einfach quasi random vorbei. Warum muss ich die ganze Station reparieren? Das gibt's doch nicht. We need help. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Putzkolonne war, weil hier sieht es ja auch aus wie Sau, ja. Und das ist quasi wie eine Stellenausschreibung. Wenn du der Putzkolonne beitreten willst, musst du dich gerade beim Personalverantwortlichen melden. Also bisher haben wir nichts gefunden, was irgendwie in irgendeiner Form. Oh, Air Hockey. Geil. Leuchtfackel nehmen wir auch mit. Bisher haben wir nichts gefunden, was in irgendeiner Form darauf hindeuten würde, dass hier was nicht stimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das immer so aussieht hier. Auch die ganzen Leute sind wahrscheinlich gerade beim Mittagessen oder so. Die haben gerade keine Zeit. Und guck mal, da ist die Tür auf. Können wir da Channel Search? Können wir da? Okay, da bewegt sich scheinbar was drin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Hier sollte sich meines Erachtens nichts drin bewegen. So, dann gehen wir erstmal wieder zum Terminal. Gucken mal, ob wir da schön was lesen können. Bla bla bla, bla bla, gezeichnet Harper, alles klar. Och, fuck, ich wollte ja noch den anderen Reiter aufrufen. An alle Mitarbeiter. Okay. Okay. Und was ist Apollo? Was ist Apollo? Okay. Die zentrale KI heißt scheinbar Apollo. Toller Name. Erstmal speichern. Guck mal ein bisschen links, guck mal ein bisschen rechts. Nach oben können wir auch gucken. Und überschreiben. Läuft auch ganz gut bisher. Wir haben zwar noch. Oh, guck mal. Schacht öffnen. Wir haben zwar noch keinen getroffen, aber vielleicht läuft es genau aus dem Grund noch ganz gut für uns. Aber auf der anderen Seite, wir brauchen ja auch niemanden. Wir sind eine starke, unabhängige Frau, ja. Da vorne links. Da gehen wir doch gerade weiter. Okay. Offensichtlich scheint irgendwas die Station ziemlich mitzunehmen. Ich finde es super, wie sich die Lampen bewegen, wenn man dagegen krabbelt. Ist einfach gut gemacht.
Sehr schön. Da gehen wir wieder raus. Na komm schon, Schacht öffnen. Rausklettern. Und wir sind an Tor 42. Das kenne ich doch. Da waren wir doch vorhin. Ah nein, die Tore sind alle Nummer 42. Okay. Schade. Ich habe gedacht, das Tor haben wir schon mal gesehen von der anderen Seite. Hier fällt alles auseinander. Das hast du gut erkannt, Ripley. Du bist ja ein richtiges Genie. Wir müssen erstmal gucken. Hier ist wieder ganz viel. Ach, guck mal. Der ist aber süß. Hier ist erstmal ganz viel Gepäck. Das bedeutet, wahrscheinlich wird hier irgendjemand was verloren haben, das wir dann looten können. Wenn wir da durchkommen würden. Aber leider. Kann man das wegschieben? Nein. Gut. Ich gehe davon aus, dass das ein Saugroboter ist. So ein Staubsaugroboter. Kann man den anmachen? Natürlich kann man den anmachen. Hey Baby, kannst ziemlich gut saugen, habe ich gehört. So. Benutzen, aber anschalten kann man auch. Guck, wie das läuft. Sehr schön. Ja. Da kommen wir nicht hin. Nee. Dann klettern wir eben einfach. Oh, Schrott. Super. Klettern wir einfach mal da durch. Sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Das bedeutet, der müsste da oben hier abgefallen sein irgendwo. Ja, okay, das sieht auch ziemlich demoliert aus. Halt. War da was zum Looten? Nein. Ich frage mich, wo hier ein Bürostuhl herkommt. Oder wie da ein Bürostuhl hinkommt, vielmehr. Okay, da können wir durch. Ich finde es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir mit Controller spielen. Einfach weil ich finde, wenn man Spiele spielt, die vor allem in der Ego-Perspektive erzählt werden. Wow. Ja, leck mich doch am Arsch, hey. Okay. Wenn man Spiele spielt, die vor allem in der Ego-Perspektive erzählt werden und man hat so hektische Mausbewegungen, dann nimmt einen das immer so ein bisschen aus dem Flow raus, finde ich. Das sieht einfach beim Controller ein bisschen smoother aus, wenn ihr mich fragt. Also da, das ist schon angenehmer zum Zuschauen einfach. Hoffe ich. Okay. Hier ist irgendwas. Vista. Überall Werbung für Windows. Da kommen wir nicht dran. Okay. Oh, nett. Hier werden einfach Patronen beworben. Alles deutet so verheißungsvoll auf die Tür, auch das Licht, aber da gehen wir erstmal nicht hin. Weil wir könnten ja irgendwas verpassen, das wir looten können, zum Beispiel hier hinten. Na komm schon, gib mir irgendwas. Ich rede hier die ganze Zeit von looten, aber hab noch nichts Tolles gefunden. Hier ist auch wieder saudunkel. Ich sehe hier einfach gar nichts. Okay, gehen wir halt wieder zurück. Da pumpen wir wieder dreimal und drücken einmal den Knopf. Es ist überraschenderweise immer das gleiche, die gleiche Prozedur. Ich kann da gar nicht hin. Ah, jetzt. Einmal. Zweimal. Hier sieht man auch die Power Level, wie sie angehen. Dreimal. Und jetzt den Knopf. Haben wir schön gemacht. Okay. Gibt's hier nichts zu looten? Ach man. Jetzt gehen wir da aber noch nicht lang. Wir gehen erst hier lang. Falls wir das können. Ich habe so die leise Vermutung, dass wir auf beiden Wegen. Ach guck mal. Bademode. Hat die gerade ein Bikini und einen Schal und eine Wintermütze angehabt? Nett.
guck mal, da. Da auf dem Tisch liegt Schrott. Und wir kommen nicht durch. Wir brauchen einen Wartungsheber. Ja. Wir werden, egal, also es war völlig unnötig, dass wir da den Strom angemacht haben. Weil wir wären auf dem anderen Weg auch dahin gekommen. Sehr schön. Danke, Spiel. Danke dafür. Danke, Merkel. Und wir können... Okay. Der Kollege ruht sich ein bisschen aus. Der hat lediglich einen harten Arbeitstag gehabt. Kennt man. Dann setzt man sich da gerne hin. Chillt ein bisschen. Hört ein bisschen Musik. Blutet ein wenig. So. Okay. Dann schauen wir einfach mal. Vielleicht finden wir irgendwas anderes. Da geht's auch nicht weiter. Da liegt wenigstens kein Loot, wo wir getriezt werden, dass wir da nicht drankommen. Dann gehen wir eben in die große Halle zurück. Vielleicht kommen wir da weiter. Hier liegt doch auch was. Da liegt doch was. Ach, eine Dose. Kann man die treten? Achtung. Oh, nice. Es funktioniert tatsächlich. Und super. Sehr schön. Und oh, ist quasi, ich habe ein verstecktes Minigame gefunden. Da gehen wir jetzt einfach wieder zurück. Oh, guck mal, da geht eine Oh. Also irgendwann sollten die vielleicht die Monitore da oben ausbessern. Was ist das denn? Sind das so Fäden oder was? Komisch. Gehen wir erstmal die Treppe da hoch. Ach ja. Gehen Sie durch die Haupttür. Als wäre es so einfach, ja? Fuck the Marshals. Die Marshals, wissen viele nicht, ist eine Familie, die hier auf der Raumstation wohnt. Und fuck ist einfach ein Wort, das in ferner Zukunft nicht so verwendet wird wie heute. Fuck ist eine Aliensprache und bedeutet so viel wie Grüß. Also steht da im Prinzip Grüß die Marshals. Irgendjemand, wahrscheinlich ein Freund der Familie, hat da eine kleine Nachricht hinterlassen. Das ist ja eine sehr nette Geste auch. Was ist hier oben? Oh, guck mal. Da ist ein Spind. Machen wir doch mal den... Okay. Hallo und herzlich willkommen beim Spind-Simulator. Heute zeigen wir wieder ein paar Innenräume von Spinden. Der ist schon mal sehr schön. Darum gehen wir auch gerade wieder raus. Da kommen wir nicht rein. Der Kollege sieht ja auch... Oh, oh. Was ist das denn? Da hat scheinbar jemand mit Marmelade gekleckert. Der hat sich den Kalender angeguckt. Wahrscheinlich ein Kind, weil es so weit unten ist. Das Kind hat irgendwas, wahrscheinlich Marmeladenbrot gegessen. Und hat da gekleckert. Überschreiben. Ja, wollen wir wirklich. Ganz sicher. Ach, guck mal, die Tür geht direkt auf. Das ist ja, das ist mir zu einfach. Da will ich nicht rein. Ein Big Dog. Okay. Alles klar. Hier ist einfach gar nichts. Kann man da irgendwas bitte... Oh. Abspielen. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Und wahrscheinlich er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Kann er mit Kasernen Rausch ausschlafen. Wenn man Kollegen hat, die einem in der Asservatenkammer einsperren, dann weiß man auf jeden Fall, dass man den richtigen Job gewählt hat. Was ist das hier? Traubensaft? Komisch. Wer verschüttet denn hier Traubensaft? Was steht da denn? What? Okay.
Irgendjemand hat hier wohl, sieht ein bisschen aus wie ein Büro, hat hier wohl versucht, sein Büro ein wenig umzuräumen. Der gute Mann war scheinbar im Rollstuhl und hat Traubensaft getrunken. Wartungsheber benötigt haben wir immer noch nicht. Das Ding würde ich gerne umwerfen. Komm schon. Nee. Das Spiel ermöglicht uns das nicht. Schade. Ach, guck mal. Das sieht doch aus wie die Asservatenkammer. Moonquake hört sich ja super an. Hört sich an wie ein Trashfilm. Okay. Intern-ID. Aha, okay. Wir haben also zumindest nicht weit weg sind wir von dem Datum 2137. Was steht denn auf den anderen Kisten? Überall das gleiche Datum. Oh, ein riesen Joystick. Das ist ja geil. Können wir den nehmen? Nee, können wir nicht. Hier liegen überall riesen Joysticks. Also auf allen Boxen steht das gleiche Datum. Da war scheinbar jemand extrem motiviert. Hat er viel gemacht. Erstmal gucken wir uns den Guten an. Wie wir sehen, hat der sich ein bisschen übertrunken, wie wir in der Audionachricht auch schon gehört haben. Der hat Tomatensaft getrunken, das sieht man hier auch noch. Und ist dann vor lauter Freude und Spaß ist er umgekippt und eingeschlafen. Kann mal passieren. Den Guten besuchen wir jetzt. Hier kommen wir eh nicht durch, aber dafür kommen wir hier durch. Warum müssen wir da jetzt hoch? Ich habe gedacht, wir können da einfach. Egal, klettern wir eben. Gott sei Dank sind Lüftungsschächte immer so konzipiert, dass da problemlos Leute durch können. Und vor allem auch immer so, immer an den Stellen, wo man es braucht. Okay, guck. Ausweiskarte, die nehmen wir mit. Wir müssen übrigens ziemlich ruhig sein, weil der gute Kollege ja noch schläft. Deshalb spielen wir jetzt das Tonband ab, aber sehr leise. Und dann ist er umgekippt und eingeschlafen. In der Hand hält er den Wartungsheber. Sieht ein bisschen aus, wer Scrubs gesehen hat, wie der Messer oder Engländer vom Hausmeister. Einfach zwei Werkzeuge aneinander geklebt. Komm schon, lass los. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Ja. Warum sollte auch jemand, der schläft, einen Wartungsheber gebrauchen können? Hier haben wir nichts mehr übersehen, also Strebe entfernt, machen wir doch direkt mal. Okay. Ja, läuft doch ganz gut. Hier ist eine Wasserlache. Leider spiegeln wir uns nicht. Die Decke spiegelt sich im Wasser, aber wir nicht. Schade. Den Kollegen lassen wir jetzt noch ein bisschen da liegen. Und gehen zurück. Da gehen wir natürlich auch rein. Jetzt, wo wir rein können.
beiseite legen das Ganze und ab durch die Tür. Gibt's hier was zu looten? Komm schon. Oh, oh, Schrott. Nice. Ein Tonband und ein Sensor. So, was wir auf diesem Tonband hören, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal.